Dann düse ich mal. Whee! Da müssen wir den Chunk ja gleich laden, ne? Sobald wir rüberkommen. Wir segeln in die richtige Richtung, was gut ist. Nein, da will ich nicht lang. Ich möchte in die Richtung. Da sind Stromschnellen, ne? Die uns, glaube ich, schneller bewegen. Ich glaube, irgendwie so war das. Was natürlich sehr gut ist, dann kommt man natürlich ein bisschen schneller von A nach B. Aber ich finde das mit dem Bötchen schon sehr geil. Das macht schon eine Menge Spaß. So, gucken wir mal. Also. Die Richtung sieht gut aus. Die Richtung sieht sehr gut aus. Level 19 sind wir schon. Mein Gott, holy. So, er lädt den Chunk. Chunk, Chunk. Oh, Moment. Das nehmen wir mit. Natürlich. Wow. So, dann. Oh. Hier können wir angeln. Lol. Da finden wir bestimmt sehr seltene Fische. Also gibt es hier auf dem Wasser auch Möglichkeiten zu angeln. Das ist ja krass. So, wir haben es Abend. Ich würde mal gucken, ob wir irgendwo eine Andockstelle finden hier an der Insel. Oder wir docken einfach hier an. Hier ist doch auch schön, oder? So. Juh. Da wären wir auch schon. Und? Ich nehme Pumpkins mit. Wir kriegen Seeds, was sehr schön ist. Ich klappe erstmal den Strand ab wegen Glas. Ne? Da haben wir schon mal was. Guck mal an. Clay nehmen wir auch mit. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch, ich höre schon, Gegner haben. Kundschaft, sozusagen. Ja, da oben ist Kundschaft. Aber ich bleibe erstmal beim Clay. Beim Clay, nicht Clay, Clay. So. Oha. Nicht zu wenig haben wir hier. Okay. Auch schön. So ein Steg zum Angeln. Den haben wir ja zu Hause auch, ne? So, dann kümmern wir uns mal um die Kundschaft. So, weg sind sie. Ja, ja, ich bin gleich bei dir. So. Ich glaube, hier ist auch die Höhle, ne? Ja. Okay, alles klar. Hier ist die Höhle, der Höhleneingang. Ich weiß gar nicht, kann man sich was markieren auf der Karte? Nee, ne? Ah, doch. Mach das weg, bitte. Okay, man kann sich was markieren. Ist ganz witzig. So, ist hier was drin? Nee, okay. Gut. So, dann gucken wir mal weiter. Fackel brauche ich nicht. Wir bleiben erstmal am Strand. Klappern hier erstmal alles ab. Wegen Glas und so. So. Gucken, wie viel Strand hier überhaupt gibt auf der Insel. Da ist Clay. Da ist Glas. Moment. Ich bin gleich bei dir, Clay. Let's do some Clay. So, da oben sind auch Gegner. Okay, alles klar, ich sehe es. Wir gehen mal besuchen. Hallo. Und ein offenes Haus. Wir könnten hier auch wohnen. Theoretischerweise könnte man hier da auch wohnen, ne? Also man könnte hier wahrscheinlich auch bauen. Würde ich für wetten. So, da ist die Höhle wieder. Stein, Stein, ja. Da ist Glas. Es wird Tag, sehr schön. So, ich glaube, die Insel haben wir jetzt gleich einmal umrundet. Voll schön, so diese Ecke hier mit dem Baum und so. Und dem Wasser. Das ist echt hübsch, das Spiel, ne? Muss man einfach so sagen. Ich glaube, wir sind jetzt einmal rum, ne? Hier ist unser Boot. Ja, alles klar. Okay, alles klar. Und die Musik dabei. La, la, la. So. Na dann. Auf geht's in die nächste Höhle.
Dann schauen wir mal. Forgotten Outpost. So, hier geht's schon zur Sache. So, damit haben wir die ersten Kandidaten schon abgefrühstückt. Hier geht's gar nicht lang, ne? Okay, es geht direkt links weiter. So, Forgotten Outpost. Dann gucken wir mal. Was für Gegner uns hier erwarten. Vor allem, ob wir auch neue kriegen, so wie in der einen Höhle. Okay, bevor ich da lang gehe, erstmal hier lang. Da ist ein Pilz. Oh. Sehr schön. Tsching, Pilz nehme ich mit. Gibt's eine leckere Pilzsuppe. Und wir hacken hier mal ab. Gibt's nämlich Kristall wieder. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Okay, dann gucken wir mal. Ich glaube, die Höhle geht auch in eine Richtung nur. Licht an. Guten Tag. Geld nehmen wir mit. Hier haben wir ein Fass mit Metallteile. Die brauchen wir ja. Um halt das Dorf, glaube ich. Ich glaube, das Dorf auszubauen. Meine ich war gewesen. Da brauchten wir, glaube ich, Metallteile. So, schauen wir mal. Wo haben wir denn? Ah, hallo. Ernsthaft? Oha. Oha. Fängt er an zu spucken. Was ist denn mit dem? Da ist eine Falle. Toll. Tolles Gebäude. Gucken wir mal. Oh nein, der auch noch. Irgendwo ist ein Nest. Ich guck mal hier. Ja, hier. So. Haben wir das auch? Dann machen wir die noch weg. Vor allen Dingen. Weg. Und da sind Pilze. Die nehmen wir natürlich auch mit. So, dann gucken wir mal ins Häuschen hier. Da ist Geld. Sehr schön. 126 haben wir jetzt schon. Was das für eine Maschine ist, weiß ich auch nicht. Sieht aus wie ein Ofen. Vielleicht eine Erweiterung vom Ofen. Wir haben ja erstmal Stufe 1 Ofen, glaube ich. Man kann ja so noch upgraden und so. So, gucken wir mal, was uns jetzt hier unten erwartet. Wahrscheinlich nichts Gutes. Das war klar. Ich brauche... Oh Gott. Ich brauche unbedingt Critical Damage. Definitiv brauche ich Critical Damage. So, wo haben wir denn noch? So, dann räumen wir ihn mal auf. In der Höhle. Moin, Jungs. Ich zünd mal hier euer Leuchtfeuer an, damit man hier auch mal was sieht. So. Ist ja viel zu dunkel hier in der Ecke. So, Kohle. 30 an der Zahl. Da ist nichts drin. Level up. Oh, geil. Können wir leveln? Oh ja, bitte. Ein Skillpunkt? Hä? Hatten wir nicht noch mehr? Hä? Hatten wir nicht gerade noch zwei? Oder habe ich gerade was ausgegeben? Nee, kann ja nicht, ne? Hä? Hatten wir nicht noch gerade zwei Skillpoints? Oder habe ich mich da... Wir hatten noch zwei? Okay, ich spare mal. Ein Skillpoint. Okay, Base Damage ist 10. Sollte ich auf jeden Fall vielleicht den Base Damage, den jetzt mitnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Levelpunkte. Ist kein Geld, ne? Geld, ich suche Geld. Okay. Anscheinend nicht. So, da waren wir schon. Hier geht's noch runter. Wo geht's hier hin? Von hier kamen wir, ne? Okay.
Flup, flup. So, dann haben wir doch aufgeräumt hier in der Ecke. Na, bist du wohl. Sehr schön. Oh, Brot. Ich bin Brot. Das schmeckt wahrscheinlich sehr, sehr gut. So, was haben wir hier? Oh, Seeds, geil. Was waren das denn für Seeds gewesen? Muss man gleich mal gucken. Was waren das denn für Seeds? Hier. Nee. Fischschraben nicht. Oh, hier. Ach nee, hier Bunch of Grapes. Ah, Grapefrucht. Grapefrucht. Ich glaube, Grapefrucht war das gewesen. Da haben wir zwei Kisten vergessen, aber ich glaube, in den Kisten ist eh nichts drin. Da ist meistens nie was drin. So. Ja, wir mussten da nach unten. Was wir vorhin gesehen haben. So, Geld nehmen wir mit. Ja, irgendwas ist gespawnt. Man hat es gehört. Kein Geld auf dem Tisch. Hier geht es irgendwie nach oben, oder? Komme ich da hoch? Ja. Aber hier ist nichts. Okay, alles klar. Voll cool, dass da so Hütten jetzt in der Höhle sind. Finde ich irgendwie ganz nett gemacht. So. Okay, pass auf. Wir wandern mal hier unten lang. Könnte nicht mehr weit sein bis dahin, wo wir hin müssen. Der in Kombination mit dem Großen ist natürlich, glaube ich, auch fies. Kommst du? Ich brauche Base Damage. Auf jeden Fall brauche ich 3 Skill Points. Was ist das denn? Okay. Das ist ja cool. Das wird dauern, glaube ich. Denke ich. Alter, Donnerwetter. Was haben wir denn da freigeschaltet? Gleich erstmal gucken gehen. So. Ich wollte gerade sagen, so viel Stein mit Kristall und so haben wir noch gar nicht gefunden, ne? Irgendwie, oder mit Kohle. So. Pilze. Schon sehr spannend, hier mal zu erkunden, was hier alles so gibt in den Höhlen. So. Sehr geil. Alles mitnehmen. Das nehmen wir auch mit. So. Da haben wir wieder eine Kiste und ein Fass. Mit Metallteile. Da drin ist nichts, ne? Oh doch. 5 Geld. Oh, 5 Geld. Ich bin reich. Ich habe 5 Geld gefunden. Ich bin mega reich. Noch mehr Geld. 3 Geld. Juhu. Davon kann ich mir jetzt alles leisten. Von 3 Geld. So. Okay, wir mussten hier lang. Hallo. Guten Tag. Ich frage mich, was man mit der dunklen Materie machen kann, alles. Die wir jetzt alle gesammelt haben durch die Kreaturen. Man kann bestimmt damit irgendwas machen später. Das hat ja bestimmt einen Sinn. So, kann man das abbauen? Nee, das kann man nicht abbauen. Okay. Ich dachte vielleicht erst. Oh, Pilze. Oh. Ja. Und hier gibt's Kohle und Stein und Kristalle. Nehmen wir alles mit. So. Stein im Auge mit, komm. Den einzelnen Stein kann ich jetzt nicht hier liegen lassen. Das ist, ja, das macht man nicht. So, das kann ich nicht, das will ich nicht. So. Kann ich nicht, das will ich nicht, das möchte ich nicht, das kann ich nicht. So. Schwupps, schwupps, schwupps. Und dann geht's hier unten weiter. Nein, nein, nein. Boah, Alter, minus 25. Leck mich fett. Das war jetzt doof von mir. Da hätte ich jetzt ein bisschen besser aufpassen müssen. Ich esse mal eben.
So, 10 haben wir noch. Wahrscheinlich noch mehr. Level up. So, mal gucken. 2 Skill Points. Okay. Wir brauchen noch einen. Kohle. Kohle. Jede Menge Kohle. Kohle, 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 Kohle. So. Da ist der Stein zum Aktivieren. Und irgendwo ist hier eine Falle. Es riecht förmlich danach, oder? Hier ist noch Kohle. Die nehmen wir noch mit. Na, nein, die Axt bitte. Nicht die Axt, die Pickaxe bitte. Die Spitzhacke. So, bevor ich aktiviere, gehe ich einmal hier gucken. Weil hier gibt's Pilze. Ich liebe Pilze. Und ich liebe Kohle. So wie jeder. So. Und Kristalle. 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 So, dann haben wir das ja. Okay, keine große Gegnerwelle. Ich dachte, vielleicht ist sie noch ein bisschen mehr, aber anscheinend aktivieren wir mal. Schwupps. Sehr schön. Ich dachte, bei der letzten Höhle sind hier so Pilze gespawnt, dass sie auch irgendwas spawnt. Aber das war, glaube ich, nur ein dummer Zufall, dass wir auf einmal ein paar Pilze gekriegt haben. Naja gut, egal. So, haben wir es auch. Haben wir 2 von 3. Fehlt nur noch eine Höhle. Sehr schön. So, dann düsen wir mal raus. Wenn ich jetzt den Weg finde, ich glaube hier lang. Hier war, glaube ich, jetzt die Falle, ne? Ja, auch fies gemacht. Nein, hier lang. Ich glaube, hier lang war es gewesen. Ja, genau. So. Und dann war, glaube ich, hier genau. Hier war der Ausgang. Sehr schön. Ah, oh, supi. Prima. Nächste. Nächste Höhle. Ob es noch eine andere große Stadt gibt irgendwo? Also auf der, irgendwo auf der Karte? Auf irgendeiner anderen Insel? Ob man sich da auch niederlassen kann? Das wäre mal interessant zu wissen. Ja, ob wir... Hallo Rabe. Das wird bestimmt irgendwie sowas geben. Also könnt ihr mir vorstellen. Also ob man sich da vielleicht niederlassen kann, weiß ich nicht. Aber es wäre spannend... Spannend herauszufinden, ob man wirklich noch eine weitere Stadt findet und erkundet. So, Freunde, ich würde sagen, beim nächsten Mal spielen wir hier weiter. Und dann erkunden wir noch weiter Lens Island. Wir haben noch, Alter, wir haben noch einiges zu entdecken. Gottes Willen. Dann düsen wir da hin und machen den letzten Tempel. Denn wir müssen da in diese Höhle kommen. Und ja, das seht ihr beim nächsten Mal. Und ich freue mich auf euch bei Lens Island. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.